Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder beim neuen Part Hitman. Ja, letztes Mal waren wir in der Oper und jetzt gehen wir einfach mal weiter und gucken, wo es jetzt so hingeht. Ja. Sie denken, das war auch 47? Wir wussten es. Wir waren uns sogar so sicher, dass wir eine internationale Eingreiftruppe auf ihn angesetzt haben. Angenommen, dieser Mann existiert. Er ist nur ein Killer. Was ist so besonders an ihm? Besonders? Er ist der perfekte Klon. Seine DNA ist eine Bauanleitung für alle Klonlabore dieser Welt. Wenn Mr. 47 einem Schurkenstaat in die Hände fällt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Klonarmee die Welt überrollt. Ihre öffentlichen Äußerungen gegen das Klonen, geht es Ihnen darum? Natürlich. Aber man kann das Klonen doch nicht generell verteufeln. Die medizinischen Fortschritte, die mögliche Behandlung von... Die Medizin wäre wohl kaum ein Segen, wenn wir die Sklaven einer Diktatur der Klone wären, oder? Unter uns, Jack. Das ist nicht Ihr Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Deshalb mussten wir 47 eliminieren. Solange er frei herumlief, war er zu gefährlich. Warum haben Sie nicht seinen Schöpfer gesucht? Das haben wir. Aber sobald ihm unsere Leute zu nahe kamen, wurden sie getötet. Von 47? Sehen Sie selbst. L45. Tut mir leid, dass wir uns so treffen müssen. Das ist verdammt gefährlich. Normalerweise sind Sie vorsichtiger. Was ist los? Wir haben in der Agentur einen Maulwurf. Hier Ihre Unterlagen. Danke. Ich sehe sie mir später an. Was macht denn Ihre Wunde? Sie verheilt. Sind wir fertig? Eine Sache noch. Wir konnten die Zielperson nicht identifizieren. Allerdings ist in der Klinik ein Agent, der Bescheid wissen müsste. Sie müssen ihn da rausholen, damit er uns sagen kann, was er weiß. Das erhöht mein Honorar. Das ist mir klar. Nehmen Sie. Designerdrogen? Die Klinik entlässt ihre Patienten nur, wenn sie trocken sind oder tot. Damit versetzen sie unseren Freund in einen scheintoten Zustand. Geben Sie ihm das Gegengift, um ihn zurückzuholen. Was, wenn der Kerl schon tot ist? Sie machen das schon, 47. Ihr Honorar wurde bereits überwiesen. Schön, dass Sie wieder an Bord sind, 47. Ich bin froh, dass Sie wieder fit sind. Ihr nächster Auftrag wartet, in Kalifornien. Drei Gangster machen dort in einer Klinik eine Entziehungskur. Einer von ihnen soll nach seiner Entlassung als Kronzeuge aussagen. Unser Klient möchte das verhindern. Leider wissen wir nicht, wer die Zielperson ist. Ein verdeckter Ermittler, der deshalb in die Klinik eingeschleust wurde, hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Die Klinik entlässt ihre Patienten nur geheilt oder tot. Der besagte Agent wurde offenbar unter Alkohol gesetzt. Warum, wissen wir nicht. Sie müssten ihn also töten, um ihn rauszuholen. Leider brauchen wir ihn lebend. Versetzen Sie ihn deshalb mit einem experimentellen Serum in einen scheintoten Zustand. Wenn Sie draußen sind, geben Sie ihm das Gegenmittel. Irgendetwas stimmt in dieser Klinik nicht, 47. Halten Sie die Augen offen. Okay. Die Filme sind zwar immer etwas lang, aber man kriegt eben etwas von der Geschichte mit. So, wir nehmen natürlich wieder unsere Standardausrüstung hier. Nee, schon die MP. Die taktische MP, wie immer. So, was könnten wir noch gebrauchen? Mal einfach hier so. Können wir irgendwas upgraden? Vielleicht sowas hier, so? Nee. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal und los geht's. Agent Smith. Okay, den müssen wir also finden. Okay. Hast du neulich diesen... So, und jetzt bin ich hier irgendwie... auf dem... Arzt. Wo bin ich? Ich wollte mit dem Kerl in der Isolationszelle reden. Er sah gar nicht aus wie ein Arzt. Wem sagst du das? Aber er hatte alle Papiere. Und er sah nicht aus, als würde er gern neugierige Fragen beantworten. Da hast du recht. Also gut, ja, man sieht jetzt schon, wir haben ein kleines Problem. Wir wissen nämlich eben nicht genau, was unser Ziel ist, aber dafür haben wir hier Betäubungsspritze, Giftspritze, Todesserum, Antitod. Aha. Okay.
Gut, gut, aber im Moment brauchen wir davon auch gar nichts. Wer ist denn dieser nette Kerl hier? Aha, da ist irgend so ein Säufertrinker, was weiß ich. Ist es der schon? Ich hab nur eine. Aber wisst ihr was, das machen wir jetzt trotzdem einfach mal. Jetzt hol doch endlich diese blöde Spritze raus, ey. Warum geht denn das nicht? Also das hier ist irgendeiner... Oh Gott. Sorry. Der trinkt doch irgendwas. Er wird uns alle töten. Was? Nein, Alter. Chill die Basis. Mach gar nichts. Mein Gott, ey. Das hat er mich schon halb verpfiffen hier, oder was? Naja, geht. Ja, was ist denn mit dem Heini da? Ach, der trinkt auch, oder was? Ja, der trinkt anscheinend auch. Das ist hier die Klinik. Gehen wir einfach mal rein, okay. Der neue Doktor über den Patienten in der Isolationszelle informiert? Welcher neue Doktor, Schwester? Na, dieser... Tut mir leid, Sir. Sie müssen sich erst umziehen. Aha. Sie werden sehen. Unsere Morgenmäntel sind sehr bequem. Nee, das Schloss kann ich jetzt auch schlecht knacken. Komisch. Irgendwie war er mir unheimlich. Aber hier komme ich rein. Nur leider ist hier keine Sau. Schade. Hier, Mann, sonst gibt's Ärger. Wow, Alter. Chill, okay, ich bin ja schon weg. Ja, also das war irgendwie nicht so super. Jetzt wollen wir mal gucken. Ach toll, da ist eine Kamera. Mhm. Hallo. Jetzt ganz schnell, 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 schnell. Gut, das hat geklappt. Und jetzt... besorgen wir uns unseren Anzug. Und zwar auf die schön leise Art. So, der Typ da hinten sieht dann... Ach so, kacke, das ist eine Frau. Ja, nee, okay, das war jetzt irgendwie klar, dass wir das, dass das nichts wird. Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger. Boah, ey, hier chillt aber auch keiner, oder? Jetzt bin ich jetzt schon aufgeflogen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Mein Gott, ey. Chill, Leute, Leute. Wie jetzt? Der hat auch eine Waffe. Woher? Der will eine Waffe. Also irgendwas stimmt hier mal rein gar nicht. Alter. Okay, hier hat wohl jeder Depp eine Waffe. Okay. Den krieg ich noch. Und den auch. Komm schon, ey, Mann. Hast du noch so viel Leben? Okay, ja, Nummer 47 ist tot. Wir haben es gesehen. So, schade, schade. Dahin müssen wir. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Okay, also man sieht jetzt schon, ein Part-Teil wird das leider mal wieder nicht. Aber gut. Wir machen jetzt einfach mal wieder viel mit Save Points. Wobei, wenn der Typ verschwindet hier, wenn der sich zurückzieht und ich den dann, Typi, der da hinten säuft... Ja, Drossel oder so. Einen Drink. Nur einen. Oh, das wäre was. Einen winzigen Schluck. So, der ist doch schon mal ganz praktisch hier. Und weil wir so perfekt sind, oh oh, verziehen wir uns jetzt gleich. So. Der wird jetzt zwar gleich entdeckt, höchstwahrscheinlich. Aber ich hätte ihn jetzt noch da reingezogen, wäre es noch irgendwie auffälliger. Jetzt haben wir schon mal hier so einen Anzug, das ist doch schon mal gut. Jetzt dürften wir da schon mal reinkommen überhaupt. Ja, wo ist er denn, der gute Kerl? So, kommen wir jetzt hier rein? Ich muss sie durchsuchen, Sir. Das ist schlecht. Das ist, um ehrlich zu sein, schlecht. Bewaffnet kommst du an mir nicht vorbei, Freundchen.
Hallo, Craig Thurman. Ich bin Ihr Therapeut. Vielen unserer Patienten tut es gut, mit jemandem zu reden. Ich bin immer für Sie da, wenn Sie was auf dem Herzen haben. Kommen Sie einfach in mein Büro. Einer von uns ist eigentlich immer da. Okay, ich folge dem jetzt einfach mal und gucke, ob ich dann so reinkomme. Ich muss Sie durchsuchen, Sir. Nee, passt schon. Kannst mich durchsuchen. Durchsuch mich. Hast du doch gerade eben schon gemacht. Ich bin immer noch bewaffnet. Wie oft denn noch, Kojak? Keine Waffen. Okay, also der hat jetzt auch langsam gemerkt, dass ich bewaffnet bin. Und ich kotze den jetzt schon an. So. Aber. Will ich hier irgendwo Waffen deponieren oder so? In so einem Eimer, in so einem Handtuch, irgendwie. Mensch, scheiße. Das geht nicht. Irgendwie muss ich doch meine Waffen loswerden können. Das sollte doch eigentlich jetzt nicht das Problem sein. Das kriegen wir jetzt auch hin. Ich versuch's einfach mal. Ach, hier geht's auch noch lang. Geht's hier rein? Hier ist keine Tür. Okay. Wo zum Teufel bin ich jetzt hier gelandet? Ach, da liegen Waffen für mich rum. Das ist ja gut, aber mit der bin ich jetzt noch auffälliger. Ach, da ist noch eine Tür. Perfekt. Oh. Bitte sagt hier gerade keiner. Perfekt. So. Ich habe eine Zugangskarte? Nee, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Ja, wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich denn hin, guter Mann? Du willst es nicht anders. Ich gehe ja schon. Kannst mich gerne begleiten. Mein Gott, ey. Okay, das war jetzt auch super unauffällig. Jetzt hopp, schnapp dir den Anzug, Alter. Und jetzt verzieh dich, aber ganz schnell, du. Scheiße. Okay, ich bin hier irgendwo. Weiß ehrlich gesagt rein gar nicht wo, aber gut. Was ist jetzt noch so dumm hier? Hier sind immer Verstärkung, die Leute, das nervt doch. Mann, ey. Können die mich nicht mal hier in Ruhe arbeiten lassen? Oh, der war doch schön. Der war doch mal richtig schön, oder? So, TMP, hat der auch noch eine? Naja, eine Piste. Ist auch schon nicht schlecht. So, nee, das brauchen wir nicht. So. Jetzt wollen wir einfach mal gucken. Oh Gott. Hallo? Alles in Ordnung? Lalala, wir haben damit nichts zu tun. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Wo ist unser Ziel eigentlich? Oh, scheiße. Den haben sie jetzt auch gefunden. Wo ist unser Ziel, verdammt? Ich habe keine Ahnung, was ist denn das? Legende. Besonderer Ort, fein Ziel. Ja, wo ist unser Ziel? Was machen die jetzt alle hier? Was, da hinten? Dann soll ich da jetzt auch hinrennen, oder was? Oh Gott, die nerven doch alle hier. Sage mal, der kam von hier. Wo ist mein Ziel? Kann's das denn sein? Jetzt klingelt der Schall schon hier, Mann. Also sehr einladend sieht es ehrlich gesagt nicht aus. Sieht eher übel scheiße unheimlich aus. Ich würde gerne wissen, wie ich hier wieder hochkomme. Jetzt aber mal hier. Ja, so, gut. Jetzt muss ich doch irgendwo anders sein. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Ding. Okay. Müsste doch eigentlich auch schon irgendwas gebracht haben. Super. Hallo. Ach so, ja, so geht's auch.
Wisst ihr was? Nee, das passt doch alles, oder? Ja, ach Gott, was hat denn der da für Bilder natürlich wieder auf seinem schönen Arbeitsplatz? Naja, so muss das sein. Gut. Zellenschlüssel, perfekt. Und jetzt komme ich hier doch sogar raus. Bam, okay, perfekt. So. Also so super gut gesichert sind die irgendwie nicht gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo ich hin muss, aber ich bin schon irgendwo in der Zelle. Keine Ahnung, wo das sein soll, was hier ist, aber gut. Ich würde sagen, hier machen wir eine kleine Pause. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Habe ich schon erwähnt, dass die Escape-Taste diesem Spiel der größte Müll ist überhaupt. So, ja, danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Abo und ein Favo und ein Daumen hoch oder was euch immer gefällt. Ihr müsst natürlich nichts machen, aber würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal hier wieder bei Hitman. Bis dahin, ciao!